Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Battlefield 3 Multiplayer mit Truffdu und auch iTap2 ist wieder dabei. Hi. Black Screen, Loading and Shit. Ah, da blinkt was und da geht's los. Heli und so, ne? Wir wurden nicht geschaffelt, oder? Keine Ahnung, auf jeden Fall unser Squad, nicht? Hallo Heli, Spawn Heli. Ich möchte den Heli, 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 Heli. Meine Havoc. Ah, ich hab Klausi drin. Tut mir echt leid. Machst du nix dran. Ram, ram. Oh, oh, wie hart ist denn das Lag von dem Server? Der Lag. Das Lag. Nein! Schlecht, 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 schlecht. So. Ganz ruhig halten, Truffdu. Ganz ruhig halten. Ganz ruhig landen. Ohne runterzufallen. Perfekt. So, da gibt's die ersten Feinde. Komm, Feuer! Ja genau, Abrams! Nice! Nice! Klaus. Da hat er sich seinen Lob verdient, der Kerl. Gut, ich spawn mal bei dir als... Ja, Junior. Als Pio. Töte den Anti-Aircraft. Wo? Da, auf dem Berg. Alter, wie soll ich da denn hinkommen? Keine Ahnung, schieß drauf. Ah, cool, mein Maus-Shortcut funktioniert wieder. Ganz heimlich schleicht er sich an. C4 wäre jetzt ein bisschen geiler. Ja. Jetzt muss ich mit Reparaturwerkzeug daran laufen. Oh mein Gott, gerade kam ein sein Horrorfilmgeräusch, aber es ist jetzt weg. Ja, Horrorfilmgeräusch bräuchte ich jetzt auch. Oh mein Gott, ein zweidimensionaler Baum! Alter, das ist so hässlich, das glaubst du mir nicht. Warum ist hier ein zweidimensionaler Baum? Wo ist er hin? Also. Ich hab ihn. Komm hier hin. Siehst du hier auch einen zweidimensionalen Baum? Ja klar, wo? Hier. Ich stehe direkt daneben. Warte, ich komm gleich rüber gefahren. Der Baum ist zweidimensional. Ey, 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 ich werd beschossen. Ah, ich sehe es. Panzer. Shit. Wo? Der hier. Ah, der Baum, vor dem du direkt stehst. Also hier, warte, wo ich jetzt bin, ist der Baum. Ja. Ja, hier ist kein Baum. Hier ist ein zweidimensionaler Baum, Mann. Nein. Hier sind nur so ein paar Gräser. Hier ist kein Baum. Davon. Ja, mach doch. Und den Gegenbeweis hast du da in dem Video hier. Hier ist nichts. So, jetzt geht's aber ab weiter hier. Bisschen Heli zerstören. Na, schwebt mal weiter so. Ah, im letzten Moment zieht er da hoch, der Drecksack. Puh. Hast du langsam einen Screenshot gemacht, dass wir weiterziehen können? Au, 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 au. Revive, 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 please, 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 revive, 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 Fraps please. Fraps funktioniert ja mit Battlefield 3 nicht irgendwie. Keine Ahnung, ich nehme nicht mit Fraps auf. Und deshalb muss ich immer Snipping tun. Nein, scheiße. You're too damn slow. Oh nein, Heli, fuck you. Alter, Rammer, Idiot. Doch, das muss sein. Der hätte ja ruhig hochziehen können, der hätte schon genug Schaden zugefügt gehabt. So. Jetzt mal ein paar Punkte machen. You fucking kidding me? Ich glaube, das war der Kerl.
You all take my fucking plane. Rollt er jetzt gerade rum, dass der in uns reingeflogen ist und danach seine Leute kein Flugzeug für den haben stehen lassen? Das tut mir natürlich sehr leid. Wie fast dann, ey? Boah, so Leute hasse ich ja, weißt du, einfach nur am Rennen und dann, man kann ja ab und zu mal vorkommen, da ist einer. Ich repariere nicht mehr. Scheiße. Läuft ja schon toll die Runde. Aber hey, ich bin 5 in unserem Team. Mit 0 zu 3. Ah, jetzt mache ich Punkte ohne Ende. Warte mal ab. Komm ruhig nochmal zurück, du Jet. Und flieg bitte nochmal genau so an. Hat er ihn zerstört? Au. Magische Apparatur. Die magische Zerstörung des Jets da unten. Kannst du hier ein Medkit reinwerfen? Nein, ich kann nur nach außen gucken. Schade. Versuch mal auf. Oh. Alter, ich war schon am Reparieren, da hat er uns aber voll erwischt. Ja, 0 zu 5. Na, ist ja egal, solange ich keinen Kill mache, bleibt die KD ja gleich. Ja, aber deine globale, also gesamte. Ja, die verändert sich natürlich im negativen Sinne. Wieso bin ich bei dir gespawnt? Ich weiß es nicht. Frag den Muffin Mann. Wow. Oh, wir sind jetzt gerade erst in unserer Base. Gut. Ram, ram. Vielleicht ist das mal besser. Ja. Diesmal springe ich vorher raus, bevor wir getroffen werden. Skill. Ja, wir fahren mal da lang. Auf zu B würde ich sagen, da ist einer. Au, ich bin tot. Revive mich, schnell! Wo bist du? Wo liegst du? Keine Ahnung, im Auto oder so. Ja, im Auto kann ich nicht revive. So ein Schissel, Mann, so ein Schissel. Oh, ich bin unter Beschuss. Wie hat der mich denn hinter den scheiß Blockaden, Betonblockaden erwischt? Moleck. Mein Gott, Alter, heute läuft's ja gar nicht. Zerschell ich an der scheiße Leitplanke. Ich bin ein bisschen schief angefahren, ja, okay, aber dann habe ich noch versucht gegenzulenken. So, jetzt. Nächster Chat. Jetzt weiß ich, ob ich Pascal das hingekriegt hat. Was? Der ja, Leitplan direkt beim Start hier zu zerschellen. Na, ich nehme mal den hier. Ja, noch ein Stück und. Alter, ich hasse... Alter, Stinger, Mann! Stinger! Die Stinger ist so OP geworden, ne? Ich weiß nicht. Ich bin nicht oft genug Pio. Ja, das stellt man als Jetpilot voll fest. Ich wurde zwar vorher schon gehittet, okay, aber danach... Ein Stinger-Hit. Boom. Das Einzige, was ich noch weniger bin als Pio, ist... Mein Gott, wie ich am Failen bin. 08, yay. Autsch. Ja, alle schießen auf mich. Normal, ich komme zur Unterstützung. Na, haben die getroffen? Einer hat getroffen.
So, ich flieg ganz knapp über dich. Oder auch nicht, warte. Gut. Power. I'm burning. Ah, scheiß Viper. Boom. Einfach boom. Boom, sagst du. Vor allem der Arsch auch noch, der da gestorben ist. Jetzt hat er sich einen Heli geschnappt, das heißt, ich muss mir auch irgendwas schnappen und Drache üben. Conquest ist nicht so mein KD-Modus, wa? Überhaupt nicht. Conquest ist grundsätzlich kein KD-Modus. Kommt drauf an, wie du spielst. Ja, wenn ich Ronin heiße, vielleicht. Dann ist jeder Modus ein KD-Modus. Lass mal in den Tower. Trotzdem viel zu schwach. Lass mal in den Tower. Lass mal in den Tower. Ja. Bist du noch am Fliegen oder ausgestiegen? Ausgestiegen. Nee. Ja, glaubst du, ich flieg. Comeback 90. So, ganz ohne Controller und Shit. Ich könnte natürlich mein Onsa anschließen. Ja, und dann würden wir alle mit Ohrenkrebs sterben. Leute, kommt sich kein Laser-Controller. Der Support ist ganz mies. Halt die Fresse, meine Maus ist sehr gut. Aber kauft euch auf jeden Fall keine Razer-Laser-Mäuse. Der Support dafür wird sicherlich auch nicht besser sein als der Support für... Ja, aber die gehen nicht sofort Schrott. Das kann sein. Kauft euch Mäuse ohne Prediction und Acceleration. G400, sag ich dir nur. G400, Jungs. Ja, halt die Fresse, Fingertip for the win. Niemals, lieber eine ergonomische Maus. Was zur Hölle? Meine Maus ist sehr ergonomisch. Aber halt nicht 5 Kilo schwer und auch nicht 1,5 Meter breit. Genial, was machst du da? Abhauen vor dem Panzer. Ich dachte, du willst den Bug ausnutzen, den es seit einiger Zeit nicht mehr gibt. Wie, es gibt den nicht mehr? Nö, leider nicht. Schade. Ja, ich bin gerne den Hügel lustig ganz schnell rückwärts raufgefahren. Wow, das war knapp. Hast du Bock, ein bisschen abzulenken? Oder mir ein Medkit hinwerfen? Hab ich ja schon. Oh, er schießt knapp vorbei. Oh, der war drüber. Ist auch daneben. Fahrzeug zerstört. Mehr aber auch nicht. Oh, G3 ist perfekte Einzelschusswaffe. Okay, wir nehmen einen. Das heißt, hier kann höchstens einer sein. Hoffe ich heute einfach rein, wenn die ganze Zeit merkst du. Das ist unglaublich. Dabei will ich das gar nicht. Werd Rapper. Oder Dichter. Aua. Naja, ich weiß, aber ich treffe den eh nicht. Oh, ja, das ist mir zu spät aufgefallen, dass ich da nicht hingehen sollte. Ich wollte gerade sagen, oh, da sollte ich nicht hingehen. Oh, danke. Red! Ja. Hallo, hallo, hallo! Revive! Red! Ja, ich renne. Verdammt! Läuft ja toll! Ja, ich werde gleich mein Mikro ausschalten müssen. Niemals. Doch, gleich kommt der... die böse... Maschine! Ma, da ist einer rausgesprungen und da unten fährt ein Fahrzeug und hier fährt alles mögliche rum. Und ein Tank, das ist doch, dass ein Tank ist. Boah, ich bin so schlecht, 1 zu 11. 0,1 KD, yeah. Mann, scheiß auf dich, Viper, scheiß auf dich. Boah, auf einem schwarzen Nintendo DS sieht man so hässlich die Fingerabdrücke. First World Gaming Problems, die nichts mit Battlefield 3 zu tun haben. Ja, der liegt direkt vor mir. Ist da
die ganze Zeit drauf sein. Ich will eine Reinigungstauke. Oh, wie der Jetter runterkommt. Und welcher Idiot ist darauf gekommen, einen Hochglanzbildschirm zu verbauen? Keine Ahnung. Juckt mich auch nicht. Nicht wirklich. Oh. Beschuss, Beschuss! Retroflu, puh, das Tank! Der ist weggefahren, nein! Mann! Gibt's doch nicht! Gay shit! Ich versuche nochmal mein Glück mit der Havoc. Heute läuft das nicht so, in Assassin's Creed gerade eben war ich auch nicht so toll. Na, die fliegt zu tief, um zu erfassen. Jetzt kann man sie erfassen. Jetzt nicht mehr, scheiße. So, Gegner eliminiert, Comeback. Und so. Endlich mal ein Heli abgeschossen. Ich hab Angst, die Punkte einzunehmen, genau deshalb. Alter, die haben so gute Jetpiloten. Und der ist rausgesprungen. So, jetzt aber. Ich hasse die Skaha, ich hasse sie. Aber ich muss sie spielen. Weil? Assignments und so. Ich bin ja eher der Typ für schnell feuernde Waffen. Die Skaha, die schießt mir einfach zu langsam. Mein Gott, ich verfehle immer das R auf der Tastatur. Drück dann 4. Au. Das R, ganz ehrlich. Das R kann man gar nicht verfehlen. Doch, ich benutze es ja normalerweise nicht. Ja, mit deinen hässlichen extra Tasten auf der Maus. Ja. Ist doch einfacher, Knife und Schüssel da dran zu legen. Nein, es ist nicht. Es ist viel einfacher, F zu blocken. Nee, F ist überhaupt nicht einfach. R geht ja noch, aber F oder gar G. Nein, das ist alles mit dem Zeigefinger zu erreichen. Sogar schneller als irgendwie mein Daumen, der für die Mausführung essentiell ist. Nee, G geht gar nicht. Der Daumen ist für meine Mausführung essentiell, deshalb kann ich den nicht von der Stelle bewegen. Tja, wenn man eine Maus hat, die ergonomisch ist und die ganze Hand benutzt, anstatt nur zwei Finger, dann kann man auch den Daumen benutzen, um Tasten zu drücken. Ich bitte dich. Fünf Finger. Aber nicht die ganze Hand, halt nur die Fingerspitzen. Ja. Trotzdem. Zwei Finger, wo lebst du, Alter? Autsch. Scheiß Eye-Billy. Jetzt zeig mal an. Yay, noch ein Kill. Damit sind wir jetzt bei... Oh, 5 zu 15. Ich komme mal. Du musst nur auf den Heli da drüben achten.
Haley, du wirst sterben. Okay, nee, warte, mein Herz ist... Fuck! Mobile Flugabwehr, Mann, mobile Flugabwehr, ich muss weg hier. Ich hasse dieses verfickte Kackteil, Mann. Ey, achte auf deine Sprache. Zuhörer wollen das nicht hören. Es ist einfach so, das ist so OP. Erkläre uns den Ausdruck OP. Overpowered, also zu stark im Vergleich zu anderen Fahrzeugen in dem Fall. Genauso können natürlich auch Waffen OP sein, die sind halt zu stark im Vergleich zu anderen Waffen. Nenne uns ein Beispiel für OP-Waffen. AEK. Und? Stinger. Hä, wie kommst du denn auf Stinger? Stinger ist OP. Okay, sag mir, welches Karabiner OP ist. Welcher Karabiner? KP-Karabiner spiele ich kaum. Wie, was benutzt du denn als? Au. Hinter dir, Heli und so. Boah, danke. Der Einsatz deines Lebens. Arsch. Ja. Komm her, komm her, komm her. Warum benutze ich eigentlich das russische Holos? Okay, das. Er ist ausgestiegen. Schnell rein. Genius. Er ist draußen, töte ihn. Töte ihn, ich hab ihn raus, den Heli. Hol mich ab. Ja, sofort. Steig rein. Wir müssen erstmal irgendwo hinfliegen, wo du mir Medic gibst. Na okay, jetzt regeneriere ich langsam auch noch. Ha, wir haben Heli geklaut. Naja, geklaut nicht wirklich. War nicht unsere Schuld. Autsch. Alter, ich habe ihn nicht getötet. Ey, lass mich auf. Nein, da ist die Anti-Air. Spring raus! Ich lebe noch, ich lebe noch, ich bin tot. Ich lebe auch. Ich sterbe zu oft und ich töte zu wenig. Ich muss irgendwie die Anti-Air down kriegen. Ach, in den falschen Jet eingesprungen ist, komme ich hier nicht weg. Hallo, irgendwer, bitte spawn mal und setz dich in den Jet vor mir. Hab ich ja dem Heli gesagt, egal, ist mein Jet. Ah, endlich. Jetzt kann's abgehen. Ups, das war jetzt nicht beabsichtigt, dass ich den hier ein bisschen getroffen habe. Magic Trick. Ha, perfekt und weich im Wasser gelandet. Statistik sieht ja immer noch nicht gut aus. Wie auch, wenn ich dauernd abschmier. Hey, cool, mein Shortcuts funktionieren immer noch. Und wir losen ziemlich hart ab. Auf nach dem ein paar Punkte einnehmen.
weiß okay, nicht, dass ich so lange auf dem Boden liegend überlebt habe. Auch noch auf einer ziemlich offensichtlichen Stelle. Von hinten 7-17. Ich bin der Beste aus unserem Team. Der Beste. Der Beste. Boah, ah, die 4 wäre jetzt nicht schlecht. Wo? Oh, ich mach Suicide Jet. Bei B ist der. Ah, ah. Ist es kaputt gegangen? Nein. Da ist direkt ein neues. Nee, warte, ich bin wirklich nicht. Warte, hier steht noch ein Jet drauf. Wir losen ja eh, dann kann man sich sowas mal erlauben, ansonsten macht das nicht nach. Verpiss dich, Fahrzeug. Kannst gar nichts, kannst mir gar nichts, Fahrzeug. Ist es jetzt kaputt gegangen? Ja. Selbstmord. Nein, warte doch nicht. Jetzt nicht kaputt. Vielleicht musst du aussteigen damit. Ich bin ausgestiegen diesmal. Ah, 7-19, das war's wert. Nicht wirklich, wenn ich ehrlich bin. Nicht wirklich. Naja, ein paar Heli-Punkte, Suppression Ribbon, Disable Vehicle Ribbon, Anti-Vehicle Ribbon, Air Warfare Ribbon sogar, Conquest Ribbon und Ace Squad Ribbon. Yikes! Ace Squad, yay! Und ein bisschen was für die Aufträge getan. Ja, das war's einmal wieder für diese grauenhafte Folge Battlefield 3 Multiplayer. Bis morgen. Tschüss.